An dieser Stelle kann ich euch eine weitere Besonderheit erklären. Und zwar sprechen wir vom Niemalsland, wenn wir eine bestimmte Fläche dazu erklären. Also Niemalsland ist jetzt hier in diesem Fall, haben wir festgelegt, 5 Maschen am Rande Niemalsland. Niemalsland heißt deshalb Niemalsland, weil da niemals Nadeln gesteckt werden. Wenn ihr auf so eine Fläche kommt, dann einfach weiter stricken. Hierbei könnte man jetzt auch sagen, sind 5 Maschen Rand. Später werden wir aber das Niemalsland sehr oft brauchen, vor allen Dingen bei Bekleidung. Darum schon mal den Begriff eingeführt. Ich habe jetzt also bis zur ersten Nadel gestrickt, wieder zurück, dann eine weiter, will die Feldbreite anlegen, 13 Maschen und Ende genau im Niemalsland. Also hier sind bloß noch 4 Maschen und dann einfach weiter stricken. Also wenn ihr eine Nadel stecken müsstet, einfach weiter stricken. Wir haben bisher immer die Situation gehabt, dass ihr sofort die Feldbreite anlegen konntet, weil wir mitten in den Feldern drin waren. Ich bin jetzt hier am Rand und ich würde euch ganz gerne mal zeigen, wie das geht, wenn ihr nicht sofort die Feldbreite anlegen könnt. Also ich bin jetzt hier am linken Rand und ich muss jetzt beginnen bei der ersten dunklen Nadel des größten Feldes dunkler Nadeln. Das ist hier mein größtes Feld und ich beginne bei der ersten Nadel. Bis dahin also auf jeden Fall erstmal stricken. Nadel raus, kehren. Und jetzt, wir sind also hier beim Schnäuzchen, Feldbreite versuchen anzulegen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 ist die Feldbreite, ging es also nicht. Nach vorne zum Schnäuzchen bis zur Doppelmasche. Und eins weiter. Da steckt eine Nadel, raus damit. Wieder Feldbreite versuchen anzulegen. Bin jetzt bei 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reicht immer noch nicht. Hier sind wir bis zur ersten gegangen. Eins weiter. Wir sind jetzt bei 2 weiter. Bis einschließlich Doppelmasche und 2 weiter, dazwischen ist nichts. Nadel raus und wieder versuchen die Feldbreite anzulegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eine Masche bleibt übrig. Wir sind im Niemalsland. Niemalsland 5 Maschen breit. Niemalsland werden niemals Nadeln gesteckt, sondern dann wird weiter gestrickt. Also nochmal bis hinten durch. Wir sind jetzt bei 3 weiter. Mal sehen, wie jetzt dann die Situation ist.
Ich ahne es. Wieder bis nach vorne, bis zur Doppelmasche. Drei geht ganz genau. Eins, zwei, drei. Mal raus. Vom Schnäuzchen weg Richtung Schwänzchen versuchen, die Feldbreite anzulegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Wie ist die Situation? Vier Maschen. Wir sind immer noch im Niemalsland, also auch die noch zu Ende stricken. Wir sind bei vier weiter. Na, nun müsste das langsam klappen. Zur Doppelmasche und vier weiter. Feldbreite anlegen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beurteilen die Situation. Wir sind doch tatsächlich raus aus dem Niemalsland. Ich kann jetzt also hier eine Nadel stecken. Nochmal zusammengefasst. Ihr probiert also so lange die Feldbreite anzulegen, bis es dann klappt. Und jetzt wird im Kopf umgeschaltet. Jetzt sind wir wieder bei vorstehen lassen, vorstehen lassen. Also, bis man erste Mal die Feldbreite anlegen kann und dann für den Rest des Feldes vergessen.